für Quantenoptik. Kommt mit, ich zeige euch das Schülerlabor. Vor 10 Jahren wurde ich eingestellt, um das Schülerlabor hier aufzubauen. Das war ideal für mich, weil ich habe in Physik promoviert und habe auch jahrelang am Deutschen Museum Schulklassenführungen durchgeführt. Und hier passte das so richtig zusammen, die Physik und die Didaktik. Und als ich dann hier das Labor übernommen habe, die Wissenschaftler sind ausgezogen, haben alles mitgenommen, was sie brauchen konnten. Der Rest stand hier noch rum, den durfte ich verwenden. Also gerade noch, dass die Pizzakartons nicht hier rumstanden. Aber letztendlich habe ich es dann geschafft, Experimente aufzubauen und habe seit 2011 dann die ersten Probeklassen gehabt. Und mittlerweile hat sich das ja so gesteigert, dass ich mehr als 100 Gruppen im Jahr habe. Und das sind dann also über 2000 Besucher. Die Experimente, die ich ausgewählt habe, das waren anfangs also mehrfach die gleichen. Angefangen habe ich mit der Hartdicke-Messung, also mehrfach aufgebaut. Aber mittlerweile kommen jedes Jahr so 1, 2, 3 Experimente dazu. Und jetzt sind es eben über 20. Der Ablauf ist immer gleich. Ich fange an mit einem Einführungsvortrag, Grundlagen der Laserphysik. Den findet ihr auch auf YouTube und zwar auf dem Kanal vom Max Planck Institute of Quantum Optics. Danach bekommt jeder Schüler einen Blick in ein richtiges Laserlabor und anschließend sind wir dann hier im Schülerlabor. Hier geht es dann los mit der Lasersicherheit. Dann erkläre ich hier nochmal, wie ein Laser funktioniert anhand dieses sehr schönen Helium-Neon-Lasers. Und dann können die Schüler selber mit Hilfe von iPads, also die Anleitungen für die einzelnen Experimente sind auf iPads, und dann können die Schüler mit ihrem iPad an die einzelnen Experimente gehen und diese dann durchführen. Hier im Schülerlabor habe ich 20 Experimente aufgebaut. Die reichen von sehr einfach bis kompliziert. Einfacher ist zum Beispiel Wasser als Lichtleiter oder hier Musikübertragung mit Licht. Da müssen die Schüler nur justieren und wenn das alles funktioniert, kann man mit Licht Musik übertragen. Wenn ich hier meine Hand reinhalte, stoppt die Musik. Also mit Licht kann man Informationen übertragen. Es gibt noch einen weiten Bereich, wie hier 3D sehen im Kino, aber kompliziert wird es hier bei mir auch, nämlich zum Beispiel das Experiment Quantenkryptographie. Um das zu verstehen, braucht man schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Also alle Versuche hier im Labor haben auf die eine oder andere Weise mit Licht zu tun. Ja, ich freue mich sehr, dass das Schülerlabor so gut angenommen wird. Immerhin von 225 Besuchern im Jahr 2011 auf über 2000 im letzten Jahr. Also eine Verzehnfachung innerhalb von weniger als 10 Jahren. Damit das in Zukunft so bleibt, habe ich jetzt digitale Angebote entwickelt, zum Beispiel eine Zoom-Führung hier mit dem iPad in meinem Schülerlabor. Oder auch in einem digitalen Raum werden Poster aufgehängt, wo man auch dann diskutieren kann. Genaue Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.photonworld.de. Ich freue mich auf euch. Meldet euch!